Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute begrüße ich euch wieder zu meinem Chevy Chic Design. Und ihr seht schon, Chevy Chic, ne? Ich wollte euch gerne noch vorher meinen Flipbook-Tausch zeigen. Meine Flipbooks habt ihr ja schon gesehen. Das Video kann ich gerne nochmal verlinken, die ich dafür gebastelt habe. Und nun möchte ich euch gerne zeigen, welche ich bekommen habe. Hier habe ich noch eine schöne Karte von der lieben Katja. Ist nicht so meine Farbe, schwarz. Dunkelblau und dunkelbraun geht alles, aber schwarz. Aber dafür sind schicke Herzen drauf. Und hier im Hintergrund ist noch so was Buntes, Zartes. Es könnte gezeichnet sein, wollte ich jetzt schon sagen. Nee, es ist, glaube ich, Papier, also Motivpapier. Aber mit den Herzen ist es sehr, sehr schön. Und dann der liebe Spruch, danke, du bist wunderbar, das freut mich sehr. Und dann hier noch so schön geschrieben, die liebe Katja hat eine wunderbare Handschrift und schreibt immer so schön. Das gefällt mir sehr. So, und dann hat sie mir noch reingelegt ein Herzchen, merci, und ein Herzenswärmer für dich. Ich glaube, den müsste man wohl in die Mikrowelle legen. Genau, ja, auch sehr, sehr schön. Ein Herzchen. Ja, dann gucken wir mal, ob es was wird mit dem Herzenwärmer. Aber ich glaube schon. Ja, das Herzchen können wir liegen lassen. Nee, das legen wir auch beiseite. So, vielen lieben Dank, liebe Katja, dass du so fleißig die Konfetti-Gruppe leitest und immer fröhlich bist und freundlich. Das gefällt mir und den anderen sicherlich auch. So, jetzt geht's aber los mit den Flipbooks. Sie sind alle ähnlich aufgebaut und zwar sind sie aus Briefumschlägen, genau wie meine. So, dann legen wir mal los. Hier haben wir ein wunderschönes mit wunderschönem Motivpapier und Blumen, liebe ich ja sehr. Sehr, sehr schön, auch mit den Rosen hier. Gefällt mir sehr. Ich mag auch Grau sehr gerne. Das passt immer so schön. Das wertet manche Dinge auch ganz toll auf, finde ich. So, dann schauen wir mal rein. Und gucken erstmal, von wem das Flipbook ist, damit wir auch die liebe Kreative ansprechen können. Ach, hier haben wir schon ein bisschen Text. Hallo, liebe Tauschpartnerin. Bitte verzeih mir, aber ich bin keine große Schreiberin. Aber dafür schreibst du sehr schön. Die Flipbooks, die ich für den Tausch gebastelt habe, waren meine ersten. Oh, na denn. Ich sehe schon, du hast Talent. Deshalb sind sie nicht perfekt. Nee, meine sind auch nicht immer perfekt. Dennoch hoffe ich, dir damit eine Freude gemacht zu haben. Viele liebe Grüße, Christina. Den Instagram-Account werde ich bei allen drei natürlich selbstverständlich in der Infobox verlinken. So, dann gucken wir mal, Christina, was du Schönes gebastelt hast. Sieht ja schon sehr, sehr schön aus. Hier haben wir eine Klappe. Oh, das ist auch hübsch mit der Uhr. Dann hier so Tag. Hier haben wir noch eine. Wir machen das mal anders. Wir müssen hier vorne anfangen. Hier haben wir eine hübsche rosa Büroklammer. Das ist ganz doll mein Fall. Ich liebe rosa. Dann haben wir hier noch selbstgemachte Aufkleberchen. Die sind auch sehr schön. Und hier noch ein paar ja, Tags zum Aufkleben. Die gefallen mir auch. Ich mag nicht hundertprozentig so gerne Kraftpapier, aber diese Farbe ist besonders schön. Die gefällt mir. Die gefällt mir sehr. Vielen lieben Dank. Oh, hier Rosen. Die sehen schön aus. Und Türen mag ich auch gerne. Das passt ja. Und hier, vergiss mal nicht, meine Lieblingsblumen. Unter anderem. Dazu gehören noch Rosen und Schneeglöckchen. Das sind die drei, die ich am liebsten mag. Und alle anderen natürlich auch. Ja. Können auch das mal gucken. Nach hinten hatte ich ja schon gezeigt. So, jetzt gucken wir hier weiter. Hier haben wir eine Klappe und dann sehen wir die schicke Uhr. Ne, ihr seht sie nicht so. Ich sehe sie, aber jetzt seht ihr sie auch. Aber ich lasse das mal so liegen. Dann haben wir hier einen wunderschönen Tag. Happy Days. Oh, sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Ich mag es auch gerne, wenn man sowas aufeinander klebt. Finde ich sehr schön und in Blau gehalten. Ganz toll. So, gucken wir auch gleich, was hier drin ist. Gucken wir mal. Und auch hier so wunderschön die
Die Umschläge in dem hellen Gelb gefallen mir auch sehr und dann hier wunderbar bestempelt. Das mag ich auch sehr gerne. So Gräser und sowas alles. Auch hier haben wir so ein bisschen Papier zum Scrapbooken. Auch sehr schön. Bisschen zurechtgeschnitten. Das gefällt mir auch. Oh, hier das kleine Karierte ist ja auch drollig. Ach, wie niedlich hier. Ja, sehr, sehr schön. So, und das Papier noch dazu. Auch eine alte Buchseite. In Englisch. Na, der Matau. Vielen lieben Dank. So, geht es hier weiter. Hier haben wir noch eine wunderschöne Büroklammer. Da war ja die Karte mit dabei. Oh, hellblau, wunderschön. Ich muss sagen, ich habe gar keine so schöne farbige. So, ich stotter wieder ein bisschen. Und hier haben wir noch für dich von Herzen. Da haben wir hier noch ein paar Ausstanzungen drin. Oh, die finde ich toll. Oh, die mag ich ja gerne. Ich habe mir ja auch so Dollys gezeichnet, aber so ausgestanzte, die haben noch was Schickes. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich sehr. Vielen lieben Dank. Und hier nochmal ein bisschen eingefärbt. Auch sehr schön. Ach nee, das ist Motivpapier, ne? Ja. Das kann man sich ja mit der Jelly Plate noch wunderbar einfärben, finde ich, wenn man sich das so rauflegt. Ja, vielen lieben Dank. Ich werde das mal wieder hübsch reintrapieren. So, und dann klappen wir hier mal auf. Hier haben wir noch so gestaltete, ja, Bändchen. Finde ich auch sehr schön mit den wunderhübschen Blumen, mit dem Rosa und Lila und den Borten und den abgerissenen Papierstreifen. Finde ich sehr, sehr schön. Und auch wieder wunderschön hier gestempelt. Oh, jetzt haben wir noch lila Büroklammern. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Lila ist auch einer meiner Lieblingsfarben, so Flieder. Dann haben wir hier noch ein paar Sticker. Auch sehr schön. Auch mit den Briefmarken hier. Ja, wunderbar. Und dann, ich mag gerne so gezeichnete Figuren. Die finde ich sehr schön. Was ich nicht so gerne mag, sind so alte Fotos. Das finde ich ein bisschen gruselig. Aber macht ja nichts. Jedenfalls, das gefällt mir sehr hier. So gezeichnete Sachen sind immer schön. So, dann haben wir hier noch so Tags. Auch prima. Und was haben wir hier noch? So, hier haben wir noch eine wunderschöne Sicherheitsnadel, wollte ich jetzt sagen. Na klar, Büroklammer. Und dann hier noch ein paar Stickerchen und ein paar Tags. Ja, vielen lieben Dank, liebe Christina. Das sind wunderschöne Sachen. Auch diese wunderschönen Streifen hier, die werde ich mir vielleicht rausmachen und in meinem nächsten Projekt verarbeiten, weil die passen so richtig schön zum Shabby Chic. Vielleicht könnte ich sie sogar heute noch verwenden. Wir gucken mal. Vielleicht klappt das ja. So, jetzt legen wir das noch wieder rein hier. Super schön, ein bisschen verstauen. Kleine Püppi. Sehr schön. So, das können wir auch noch wieder mit reinlegen. Passt das sicherlich rein. So. Prima. Nee, es passt nicht rein. Es möchte nicht. Doch, es passt rein. So, den Tag stecken wir hier mit rein. So, sehr schön. So, dann geht es weiter hier mit so einem wunderschönen, ja, wie sage ich, Card Candies. Die sehen auch sehr, sehr schön auch aus mit den kleinen Glitzersteinchen und aufeinander gestapelt. Das finde ich immer sehr schön. Es hat so eine richtig schöne Wirkung. Gefällt mir sehr. So, das machen wir mal auf hier. Hier haben wir noch kleine Briefumschläge. Das mag ich ja auch gerne. Ich liebe kleine Briefumschläge. Oh, wie eine hellblaue Büroklammer. Ihr denkt, ich freue mich am meisten über die Büroklammer, ne? Aber ich freue mich wirklich über die Büroklammer. Da haben wir noch ein paar Tags in Haftpapier. Und dann geht es hier weiter. Auch noch ein paar Tags hier mit dem hübschen Band mit den Schmetterlingen. Und dann haben wir hier noch einen. Auch hübsch dieses Band hier. Sieht auch schön aus. Sind das Pilze?
Das kann man nicht so. Die Blümchen sind das, glaube ich, sind Blümchen, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. So. Na, möchtest du nicht mehr rein? Doch, komm. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen Larven, nicht kaputt machen. Oh, Spitzenborste, das liebe ich ja. Und die schönen Farben. Ach ja, vielen lieben Dank. Kann ich vielleicht auch sogar noch gleich verwenden. Na, dann gucken wir mal. Läuft alles raus hier. Danke, 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 liebe Christina. Ein wunderschönes Flipbook. Es gefällt mir sehr. Wirklich wunderschön. So, das legen wir hier mit rein. Und dann können wir es erstmal schließen. Und dann gucken wir die nächste liebe Kreative an. Ne, die gucken wir nicht an. Das Flipbook von der nächsten lieben Kreativen. Gucken wir mal, ob wir auch einen Namen finden. Ganz sicher. So, das legen wir noch mit drüber. Das werde ich ja vielleicht noch verwenden. So, und die schönen Büroklammern, die legen wir zu dieser Seite. Jetzt kommt dieses Flipbook. Das sieht auch sehr schön aus. Schön bunt mag ich es. Das mag ich sehr. Dann noch ein Schmetterling hier vorne. Wunderbar. Dann gucken wir mal. Oh, auch wieder so schöne Büroklammern in Gold. Und die Blümchen auch sehr, sehr schön gestaltet. Aber wir gucken. Ah, oh, süß. Ich liebe ja kleine süße Tierchen. Ich glaube, hier haben wir den Zettel mit dem Text. Ja, ich werde mal hier unten ein bisschen wegknicken. Da ist die Internetadresse. Brauchen wir unbedingt hier. So, gucken wir mal. Hallo, liebe Tauschpartnerin. Ich heiße Nicole und freue mich, dass du mein Flipbook bekommst. Ich hoffe, es gefällt dir und ich mache zum ersten Mal hier bei einem Tausch mit. Es hat viel Spaß gemacht. Viele Grüße aus Heidelberg, Nicole. Wow, noch jemand, der zum ersten Mal mitmacht. Na denn, gucken wir mal, liebe Nicole, was du Schönes gewerkelt hast. Und dieses Papier ist auch sehr, sehr schön. So, gucken wir mal, ob hier die Dings drin war. Genau, das stecken wir dann da wieder rein. Und dann gucken wir uns mal an, was du alles Schönes gewerkelt hast. Hier ist noch eine Klappe und da ist noch eine Klappe. Gucken wir erstmal hier. Ja, hier ein hübsches, wunderhübsches kleines Blümchen mit einem Schmetterling. Und hier das Band mag ich auch sehr gerne. Für dich sehr, sehr schön. Dann können wir hier gleich weiter gucken. Da sind die wunderschönen Blümchen mit den goldenen, jetzt wollte ich schon sagen, mit dem goldenen Schnatz. Mein Gott, ich habe zu viel Hogwarts Legacy geguckt. Mit der goldenen Büroklammer. Junge. Himmel, nee. Ja, vielen lieben Dank, liebe Nicole. Die Blümchen sind wirklich sehr, sehr schön. So, dann gucken wir mal hier weiter. Haben wir hier schönes, auch kleine Kärtchen zum Ausmalen. Ach, die sind auch schön. So ein bisschen als Inspiration mag ich ja sowas sehr gerne. Kann man sich ein bisschen was abgucken, auch mit den Schriften und so. Ja, gefällt mir. Und die kleine Püppi so niedlich. Und ich mag auch gerne Buchstaben in allen Variationen, sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Vielen lieben Dank. Und hier haben wir noch so eine kleine Einstecktasche mit so einer Borte ausgestanzt und einem kleinen Schmetterling. Sehr, sehr schön. Ja, und hier ist das Kullerpapier, das Papier mit den Kreisen, finde ich auch sehr schön. So, dann gucken wir mal. Machen wir wieder zu die Klappe, machen sie hier nochmal auf. Und dann gucken wir hier mal rein in den super süßen kleinen Umschlag. Oh, Schmetterlinge. Ich liebe Schmetterlinge. Ja, vielen lieben Dank. Die sind niedlich. Und dann dieses kleine Täschchen hier aus Transparentpapier finde ich ja auch sehr schön. Man müsste ein bisschen mehr mit Transparentpapier arbeiten, finde ich. Das mache ich viel zu wenig. Da werde ich mir dann mal vornehmen, es mal öfter zu tun. So, sehr schön. Und jetzt hier die süßen kleinen Figürchen. Ach, ich finde die niedlich. Hier ein Haseneinhorn. Eine kleine Katze und dann ist das wohl eine kleine Maus. Was hat sie denn da? Ein Edelstein? Oder hat sie die Pyramide in der Hand? Ne, ich glaube, es ist ein Stück Käse, das ist ein bisschen rötlich geworden. Ach ja, wie drollig. So, dann haben wir hier ein Klappelement, da klappt man das nach oben. Dann haben wir hier eine kleine Tüte. Ach, die ist angeklebt. Da sind Pailletten drin. Pailletten kann man auch immer gebrauchen, finde ich auch sehr schön. Dann haben wir hier noch einen kleinen Umschlag mit einem Tag dran. Gefällt mir auch sehr. Ich mag auch die Kombination sehr
mit Lila und Grün, das finde ich sehr schön. Dann hier so ein Bändchen drum. Diese dünnen festen Bänder, die müsste ich mir auch mal zulegen. Die gefallen mir eigentlich sehr. Die sind so wie gewachst. Das finde ich sehr schön. Ja, dann gucken wir hier nochmal rein. Oh, hier haben wir dann noch ein bisschen was Ausgestanztes und Gestaltetes. Rahmen mit Blümchen dran. Oh, die schönen Farben, das gefällt mir. Rosa, lila, da kann man sich gut dran erfreuen. Ja, vielen lieben Dank, liebe Nicole. Ein wunderschönes Flipbook hast du gezaubert. Ich freue mich sehr. Und jetzt stecken wir das wieder hier rein. Ein bisschen verpacken, ein bisschen verstecken wieder. Nee. Wir werden sehen, welche Sachen wir daraus noch irgendwann verarbeiten. Die Blümchen sicherlich auch nochmal. Vielleicht beim nächsten Video von mir. Da ist das Thema Braun unter anderem beim bunten Bingo Bastelmix für alle. Ja, Birgit, der Name ist sehr lang. Ne? Ja, gut, gucken wir mal. Machen wir wieder zu. Ach, wie niedlich hier. Und dann gucken wir uns das nächste Flipbook an. So. Schönes Schleifchen machen wir und dann geht's weiter. So, jetzt geht's weiter mit dem letzten Flipbook. Hier haben wir schon so wunderschöne Herzchen drauf und auch die Farben rosa, hellblau, grün, alles dabei, was mein Herz erfreut. Gelbe Schleife, besser kann es nicht werden. Ach, wunderschön, gefällt mir. So, dann machen wir mal auf. Oh, schön bunt. Ja, das ist toll. Das gefällt mir. Oh, ATC-Karten. Wow. Ich bin begeistert. Na, ist das hier die Karte? Ja. Ja, das ist von der lieben Tina. Viel Spaß mit deinem konfettibunten Flipbook, wünscht dir Tina. Ja. Den Instagram-Account, wie gesagt, verlinke ich von allen dreien in der Infobox. Na, dann gucken wir mal, liebe Tina, was du so Schönes gezaubert hast. Das Kärtchen ist ja schon mal sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Ich mag gerne Margeriten. Das ist ein wunderschönes kleines Kärtchen. Vielen lieben Dank. Dann haben wir hier noch so eine Tasche. Finde ich auch sehr schön gemacht. So eine Falttasche, die hier dran geklebt ist. Und dann haben wir hier noch so eine Art Washi, das aus Stoff ist. Oder besser gesagt, Stoffklebeband. Macht den Tag zu deinem Tag. Ja, das mache ich jedes Mal. So, dann werden wir das mal wieder hier ranstecken. So, oder wir können es auch. Ne, wir machen das hier ran. So, jetzt gucken wir mal, was hier wunderschönes alles drauf ist. Hier haben wir die Kärtchen nochmal. Hier ist noch was Glitzerndes, das finde ich auch sehr schön. Oh, toll. Dann haben wir hier eine wunderschöne ATC-Karte. Sehr, sehr hübsch, das gefällt mir. Und dann geht es hier auf. Dann haben wir hier so ein Klappelement. Ach, das ist so eine Postkarte. Auch sehr schön. Ich mag es auch, wenn es glitzert. Und Regenbögen finde ich auch toll. Regenbögen. Oh, hier haben wir auch Card-Candies. Die sehen ja toll aus. Und hier, oh, so wunderschön. Die, sag mal schnell, die Igel. Und die Idee, die Igel zu spiegeln, finde ich ja auch schön. Einmal einen Stempelabdruck auf der Karte und dann nochmal einen Stempelabdruck auf einem weißen Papier. Das ist eine wunderbare Idee. Und dann hier das kleine Gras, das kleine Gras, die kleinen Grashalme. Und dann die wunderbare Hintergrundgestaltung und dann der schöne Text. Ja, müsste ich erstmal wieder überlegen. Freunde finden ist das Beste auf der Welt. Ich weiß es nicht. Kann sein. Oh, meine Stimme. Und die schönen Herzen hier. Die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Die sind festgeklebt, ja, sie sind ein bisschen mit Klebepunkten festgeklebt. Aber hier ist mit dem Schmetterling so schön. Und dann hier, da sieht auch hübsch aus mit dem Blümchen. Ja, wunderbar. Und die kleinen Schleifen hier drauf, die sind auch sehr, sehr süß. Dann hier das Motivpapier. Ich glaube hier, ach, hier sind die Herzen so mit
Papierfransen gestaltet. Das sieht sehr, sehr schön aus. Wunderschön gemacht. Und hier haben wir dann nochmal eine Büroklammer mit dran. Oh, wieder eine Büroklammer. So schön hellblau. Ja, das gefällt mir. Sehr hübsche Card Candy Mix. Jetzt haben wir die Wörter wieder gefunden. So, dann haben wir hier noch. Oh, ausgestanzte Herzen, also Doilies. Ihr wusstet wohl, was ich gerne mag. Ich mag gerne solche Deckchen und Doilies. Oh, die finde ich schön. Wunderschön. Vielen lieben Dank, liebe Tina. Wow. Ja, die sind wirklich wunderschön. Und wenn man sie etwas heller möchte, dreht man sie um. Und so kann man sie auch in diesem wunderschönen Peach gestalten. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Wunderschöne Herzchen. Ja, so. Jetzt haben wir hier noch eine Klappe. Das habe ich geguckt. Genau. Ja, ist eine ATC-Karte. Kann man sich wegheften. Die ja auch. Oh, die ist ja auch so wunderschön. Ach, und was haben wir hier noch? Oh, Sticker mit Musikinstrumenten. Sieht auch sehr interessant aus. Gefällt mir auch. Könnte man vielleicht auch mal verwenden, wenn man eine ATC-Karte macht, so in dem Stil. Und dann haben wir noch kleine Sternchen. Oh, guck mal an. Das mag ich ja auch. Ich liebe auch Sternchen. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Tina. Die ATC-Karten und die Card Candies, alles sind wunderschön. Gefällt mir sehr. Auch hier ist ja auch noch was drin. Da gucken wir noch mal rein. Wir wollen ja nichts vergessen. Oh, so ein bräunlich mit. Ja, mit Gold, Rotgold. Ja, die finde ich auch sehr schön. Oh, das ist wirklich hübsch hier. Dann haben wir noch ein Häuschen, eine Gitarre, eine Nähmaschine und eine Feder. Ja, wunderschöne Sachen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr über dein wunderschönes Flipbook gefreut, wie natürlich auch die anderen beiden zauberhaften, lieben, kreativen. Oh, es ist meine Lampe ausgegangen. Ich wollte sagen, wie auch die beiden anderen lieben Kreativen hast du ein wunderschönes Flipbook gemacht. Alle drei sind wunderschön. Jetzt ist hier mein Licht ausgegangen. Habt ihr das gesehen? Meine Softbox. Na, das fehlte mir noch. Guck mal, ob ich noch so eine Lampe, so eine Birne finde, so eine riesen Birne dafür, so eine Glühbirne. Nee, nee, nee. Sachen gibt's. So, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien lieben Kreativen, liebe Nicole, liebe Tina und liebe Christina. Ich habe mich sehr gefreut über eure tollen Flipbooks und wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit weiterhin. So, jetzt werde ich gucken, ob ich eine Glühbirne finde. Ansonsten wird das bisschen halbdunkel, das Video. Und dann bis gleich. Ich habe mal da ein bisschen was vorbereitet. Ich hatte hier noch so eine Rolle mit solchem etwas festeren ja, Stoff, der so ein bisschen geprägt ist. Die habe ich schon etwas länger rumliegen, aber jetzt habe ich sie mal verwendet. Ich habe hier so die einzelnen Sachen ausgeschnitten und das nehme ich noch als Basis. Wir wollen so eine, ja, so eine Banderole machen für eine A4-Seite und die kommt dann in mein Chevy Chic Journal. Entweder mache ich eine vorne und eine auf der anderen Seite oder ich mache zwei einzelne auf zwei Seiten. Gucke ich mal. Also ich möchte gern zwei werkeln und eine werkel ich mit euch zusammen.
Dann habe ich hier noch so ein bisschen Gardinenstoff und den wollte ich dann hier so aufkleben. Wir gucken mal, wie es wird. Ich habe hier so einige Sachen vorbereitet und dann sehen wir mal, was daraus entsteht. Ich habe hier so ein, ja, so ein Acryl heißt das ja nicht. Wie heißt denn das? Ja, so ein Silikon. Spachtel oder Spatel, da drücke ich das dann fest, den Heißkleber. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache es ein bisschen länger hier. Na, was haben wir denn hier schon Schönes? Das möchte schon rauf auf die Banderole. Dann kleben wir hier noch rum. Dann habe ich das hier ein bisschen breiter, da will ich das hier so ein bisschen kruscheln und dann mit dem Heißkleber befestigen. Gucken wir mal, wie es dann wird. In Gedanken stellt man sich ja allerhand vor, wie es dann schön aussieht, aber manchmal kommt es anders, als man denkt. Ja, so jetzt mache ich mal ein bisschen Musik und ihr könnt gucken, wie ich hier rumwirtschafte. So. Schön festgeklebt. Ist doch ganz schön. Dann wird es nachher befestigt an der Seite. Dann hat man so eine Einstecktasche. Ja, so. Es wird ja nachher noch gefaltet. Oder man lässt es von der Lage in der Mitte. Dann sieht man natürlich auch noch, was denn hier so schönes dekoriert wird. Müsste man hier ein bisschen achten darauf, dass es hier nicht so in der Mitte ein bisschen Platz lassen. Na, gucken wir mal. So, jetzt haben wir hier die ganzen Sachen. Hier noch das Band, das ich aus dem Flipbook habe. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen mit einsetzen. So, schneiden wir uns mal zwei kleine Stücke ab davon. Machen das so ein bisschen schräg. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir so Schönes dekorieren wollen. Ich habe hier solche Spitze. Dann vielleicht noch auf dieser Seite eins. Hier so ein bisschen mit dran. Dann habe ich ja diese ausgeschnittenen Kringel noch. Nee, das passt doch nicht so. So vielleicht. Müssen wir mal schauen. Dann habe ich hier auch noch so Rosen ausgeschnitten. Passt vielleicht auch ganz schön. Die sind die sind nicht so geknautscht, die sind einfach nur so ausgeschnitten aus dem Stoff. Dann habe ich hier noch so. Das könnte man vielleicht hier in die Mitte machen. Oh ja, das ist ganz schön. Und dann können wir entscheiden, was wir so noch nehmen. Hier habe ich noch so ein paar Perlen aufgefädelt, so Rokallperlen. Mal gucken, was wir da verwenden können. Hier sowas noch. Denn diese kleine. Mal gucken, wo es hinpasst. Hier passt es vielleicht schon dazu. Mal sehen. So. Das ist auch sehr schön. Da mache ich mir noch ein paar mehr von diesem dünnen Strang hier. So. Vielleicht passt der hier hin. Ach ja, sieht schon ganz schön aus. So. Und dann. Der war ja hier. Hier vielleicht noch diesen Ast dazu. Den Ast. Können am Ast. Naja, passt schon. Dieses hübsche gekringelte Ornament. So, jetzt haben wir es. Hier haben wir was Bläuliches. Können wir Blau mit reinnehmen? Oder. Ja, hier ist auch noch sowas.
lila. Könnte auch ganz hübsch sein. Jetzt ist es immer eine Findung der Dekoration. Das dauert halt ein bisschen, bis man was gefunden hat, was einem gefällt. Hier haben wir noch sowas, aber hier ist ja die Mitte. Vielleicht können wir das hier mit dran setzen. Ja, auch sehr schön. Das lassen wir mal hier so, denke ich mal. Da können wir noch was auslaufen lassen. Hier nochmal so einransetzen. Und dann gucken wir mal, wo wir. Das haben wir ja hier verstaut. Dann nehmen wir hier noch was Blaues. Ja. Oder jetzt habe ich das Lilane genommen. Müsste ich wohl bei dem Lila bleiben. Wäre ganz schön. Oder? Ja. Hier noch mit dran setzen. So. Was haben wir jetzt noch? Wir haben hier auch noch dieses. Das passt natürlich auch dazu. Können wir vielleicht hier noch? Ist ein bisschen viel Farbe, aber dieses hier. Nee. Ja, das ist blöd, dass man jetzt wieder suchen muss. Aber es hilft ja nichts. Hier haben wir das Rosane. Ja, das passt dazu. Ja, so, prima. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was mit der Spitze machen können. Wartet mal, hier habe ich auch noch welche. Sieht noch ein bisschen anders aus, dass man das hier so mit reinzieht. Ja, so gefällt es mir. Hier habe ich noch ein paar blaue kleine Röschen zusammengefriemelt. Könnte man hier vielleicht noch raufsetzen. Oder lassen wir das mit dem blauen. Ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn wir jetzt. Nee, blau machen wir nicht. Blau nehme ich vielleicht bei dem anderen denn. Oder? Nee. Aber ich könnte hier noch ein kleines Blümchen vertragen. Ein kleines. Oder machen wir das hier so ein halbes? Gucken wir mal. Hier ist ja so ein halbes noch. Das mit reinnehmen. Ja, ist ganz schön. Müsste wohl gehen. Wir machen hier noch ein bisschen ab. So. So, und das nehmen wir dann hier mit drauf. Ja, und dann haben wir hier noch diese Glitzersteinchen. Können wir dann auch noch mit einarbeiten. Hier vielleicht noch einen hin. Und dann hier noch einen. Ja, das sieht ganz gut aus. Na, wir gucken mal. Oder wenn wir das ein bisschen drehen noch. Ein bisschen mal da reinschieben, ja. So. Ja, so gefällt es mir doch ganz gut. Ja, ich ziehe es mal weiter runter. So. So, jetzt werde ich es festkleben in Ruhe und dann zeige ich es euch. Thank you.
Fertig. Oh, ich finde es sehr schön geworden. Wenn man es jetzt so faltet, hat man hier was, was runterfällt. Nee, ich wollte das hier noch mit einkleben. Das war ja hier dran, ne? Guck mal, ich schieb's genau dahin, wo es dran gewesen ist. Nee, wir wollten vielleicht hier noch ein bisschen weitergehen, oder? Ja, das müssen wir noch machen. Das sieht noch cool aus. Ich bin ja sonst immer diejenige, die die ganzen Nupsis überall abschneidet hier. Aber diesmal fand ich das ganz schön, wenn das dran geblieben ist. Hier habe ich das ja auch so dran gelassen. Das ist nicht so gewesen, dass ich zu faul dazu war, das abzumachen. Oder doch? Nein, natürlich nicht. Ich fand es so ganz schön. So. So. Dann hier so, ja. Schön. So, jetzt räume ich erstmal alles ein bisschen auf und dann gucken wir mal, wie wir es in unser Chevy Chic Journal einkleben können. Bis gleich. Bisschen aufgeräumt und nicht alles beiseite geschoben, sondern tatsächlich ein bisschen aufgeräumt. Ja, ihr habt gesehen, wie ich alles aufgeklebt habe. Und so sieht es jetzt aus. Ich habe noch ein bisschen mit Distress Oxid und einem Pinsel hier oben eingefärbt. Und dann habe ich das raufgeklebt. Und dann kann man das falzen oder falten. Nee, falzen. Gefalzt habe ich es nicht. Ich habe es gefaltet. Dann kann es in den Ordner, wollte ich jetzt schon sagen, dann kann es in das Shabby Chic Journal einziehen. Da habe ich auch noch einen Tag gebastelt, den will ich damit reinstecken. Der sieht so aus. Hier habe ich so ein, ja, sieht aus wie ein Kissen, ne? So mit Rüschen, so ein Oberteil, so ein Ephemera gestaltet. Glück, 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 Glück. So viel Glück kann man gar nicht verarbeiten. Doch, doch. Je mehr, je besser. Je länger, je lieber. Nee. Ja, hier habe ich so drei Tags reingesteckt. Da sind meine Doilies. Habe ich in der Mitte durchgeschnitten und dann aufgeklebt. Und dann kann man das hier so schön verstauen, die Tags, wenn sie denn rein wollen. So. Sie müssen. Hier an der Seite guckt noch ein kleiner Doily raus. Da habe ich einen kleinen Doily aufgeklebt und mein selbst kreiertes Papier reingeschoben. Hier kann man was reinschreiben. So sieht das aus. Und dann habe ich hier kariertes Papier, so groß kariertes. Das finde ich sehr schön. Das habe ich hier eingeklebt, so Art Ziehharmonika. Entweder klebt man was rein, man schreibt was rein, man kann. Ja, da kann man gut drauf schreiben, wenn es kariert ist. Wenn es liniert ist, natürlich auch. Auch unliniert geht auch, wird ein bisschen schief manchmal, aber das stört ja auch überhaupt nicht. Ja, so einen kleinen aufklappbaren Tag, den kann man dann hier super verstauen. Passt auch schön dazu. Sieht sehr schön aus. Und jetzt zeige ich euch noch mein Prototypchen, was ich zuerst gemacht habe. Das sieht so aus. Da habe ich ein bisschen blau. Mit Blau-Distress-Oxid gearbeitet.
Da sind dann auch noch ein paar blaue kleine Akzente mit drin. Hier haben wir bloß das Schleifenband, das ein bisschen hellblau ist. Und hier sieht es noch ein klein bisschen kräftiger und bunter aus. Da habe ich auch noch so einen Stoff untergeklebt, der so Blümchen drauf hat. Finde ich auch sehr schön. Und dann mit der Spitzenbord und dann diese zusammengefriemelten quadratischen Stücke, die so ausgefranst sind. Ein Glitzersteinchen, noch ein Blümchen. Ja, so sehen sie aus, die beiden tollen Seiten für mein Chevy Chic Journal. Und dann kann man halt noch ein schönes Tag mit reinstecken. So, auch so ein schönes Bild hier. Ja. Ja, du kannst auch noch in das Journal einpflegen. Gucken wir mal. Erst mache ich mal schnell ein Foto, denn sonst muss es ja wieder rausfallen. So, Foto ist gemacht. Jetzt geht's weiter. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir unser. Hier steht mein großes Junk Journal. Cool. Gucken wir mal, wo wir die Seiten reinmachen können. Rückseite ist ganz noch normal weiß. Ich liebe weiß. Aber das kann man auch noch ein bisschen gestalten, wenn es soweit ist. Gucken wir mal, was dann darauf kommt hinten. Hier kommt dann sicherlich auch noch ein Tag rein oder ein kleiner Briefumschlag. Mal sehen, was wir noch so basteln im Laufe des Jahres. Hier ist noch nichts weiter passiert. Sieht immer noch aus wie letztes Mal. Hier steckt noch die Karte von den Floating Stripes drinne, vom MFG-Video. Na, kommen wir mal rein hier. Ich habe gedacht, ich mache es hier in der Mitte. Stecke ich das mit rein. Hier sind ja in dem Album, in dem Journal, sind ja alles A4-Blätter gefaltet. Also kann man sich das gut zurechtschieben, wollte ich jetzt schon sagen. Kann man sich das gut mit einem schönen A4-Blatt. Also man kann sich die Seiten auf einem A4-Blatt gestalten und kann es dann wunderbar reinschieben. Ja, oh, hier unten ist ein bisschen knuddelig, aber das kriegen wir schon hin. So, ach, sieht das gut aus. So, schön. Kann man es dann zumachen. Also mein Journal ist sehr breit, damit ich auch viel hochbauen kann und viel schöne Sachen reinarbeiten kann. So, der Tag. Diese Seite, diese Seite. Ich glaube, diese Seite. So. Ach, schön. Das gucken wir mal an, wo wir hier noch. Hier haben wir auch noch eine Seite, aber ich glaube, das ist mir ein bisschen zu knuddelig hier. Also nehmen wir dann diese hier. Guck mal, das passt so richtig schön zu der Seite. Ja. Aber sie kommt hier. So. Können wir sie mit reinstecken. Ach, macht das Spaß. Wenn man was geschafft hat und es sieht gut aus und man kann es dann wo rein tun. So, hier ist es auch wieder ein bisschen knuddelig, weil es ja übersteht, aber das ziehen wir einfach hier so ein bisschen runter und dann geht das. So, das Blümchen kommt einfach hier ein bisschen drüber. Beim Prototypchen habe ich das nicht so ganz gut beachtet, dass das die Mitte müsste ja ein bisschen frei bleiben. Aber passt richtig schön. Auch meine kleinen Perlenblümchen gefallen mir. Ja, so, und dann gucken wir mal, was als nächstes so kommt. Hier habe ich jetzt noch keinen Tag, darf denn noch nichts rein. Aber gucken wir mal. So, ja, das sind so meine beiden gestalteten Seiten und meinen Tag habe ich euch auch gezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nun wünsche ich euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao!